Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich aus der Kategorie der Sturmgewehre mal meine zwei Lieblings-Setups, so wie ich es am liebsten spiele, vorstellen und als drittes noch ein kurzes Anfänger-Setup für Einsteiger. Ganz wichtig vorab gesagt, das sind meine zwei Lieblings-Setups. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der sich das Video jetzt anschaut, denkt, das ist die ultimative Lösung für jeden Spielstil. Jeder Spielstil ist irgendwo ein bisschen anders, kommt mit der einen oder anderen Waffe vielleicht nicht so klar, wie ich das tue. Also wie gesagt, einfach nur meine persönliche Meinung, wie ich am liebsten spiele. Viel Spaß bei dem Video. Vorab könnt ihr gerne schon mal einen Daumen und ein Abo da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt geht's los. So, fangen wir direkt mit meinem Lieblingssetup an. Das ist die Rampart 17. Warum ist die Rampart 17? Das ist ganz einfach erklärt. Seit den letzten Patches, die so rauskamen, ist es tatsächlich so, wenn man Großkaliber 1 und 2 drin hat. Kommt es natürlich auf die Distanz drauf an, aber es ist tatsächlich so, dass drei Kugeln durchaus reichen können, um den Gegner zu legen. Das heißt, die Waffe ist zurzeit einer der Waffen mit der niedrigsten Time-to-Kill-Zeit. Großkaliber 1, kurz erklärt, erhöhter Schaden auf Volltreffer. Großkaliber 2 macht erhöhten Schaden auf die Brust. Also ganz wichtig, und das mache ich zum Beispiel auch nie, ich aime nie auf den Kopf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Kugeln einfach daneben gehen, ist zu groß. Ich aime, egal auf welche Distanz, immer auf die Brust. Natürlich kommt auch mal ein Schuss auf die Beine, wenn man gerade nicht on point ist. Aber Fakt ist, ich aime immer auf die Brust. Ganz, ganz wichtig zu sagen ist auch Schnellmagazin. Schnellmagazin ist eigentlich das Wichtigste mit an Aufsätzen, was man eigentlich bei jeder Waffe braucht. Das ist definitiv Fakt. Langer Lauf habe ich noch drin, um einfach zu schauen, dass man bei Maps mit größerer Distanz auch keinen großen Schadensabfall hat und die Kugeln auch da ankommen, wo sie hinkommen sollen. Jetzt möchte ich euch aber kurz mal zeigen, das habe ich nämlich anhand eines Splitscreens einfach mal ein bisschen getestet, was es ausmacht auf kurzen, mittlerer oder hoher Distanz, wenn man einmal mit und einmal ohne diese Aufsätze spielt. Also hauptsächlich geht es natürlich dabei um Großkaliber 1 und 2. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt im Splitscreen angekommen, zeige ich euch den Schaden erstmal ohne Großkaliber 1 und 2. Nebenbei bemerkt, kleine und mittlere Distanzen sind Volltreffer immer 3 Schuss, egal ob groß oder nicht Großkaliber. Das ist vollkommen Latte. Das zeige ich euch jetzt einfach mal hier 1, 2, 3. Ist klar. Und hier nochmal Volltreffer auf eine, ich sage mal, mittlere Distanz. 1, 2, 3. 3 Schuss, wie gesagt, ohne Großkaliber. Und das ist jetzt mal eine größere Reichweite auf Volltreffer gegangen. Da müssten es eigentlich 4 Schuss sein. 1, 2, 3, 4. Das sind 4 Schuss. Auf was ich aber eigentlich hinaus will, ist, wenn man auf den Oberkörper zielt. Das ist natürlich klar. Und damit fangen wir jetzt an. Kleine Distanz. 1, 2, 3, 4. Mittlere Distanz und nebenbei bemerkt, das liegt natürlich im Auge des Betrachters und es kommt natürlich auf die Map drauf an. Kurze, mittlere oder hohe Distanzen, je nach Map kann das natürlich ein bisschen variieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal von einem groben Mittelwert aus. So, das ist jetzt auf jeden Fall für mich eine mittlere Distanz. 1, 2, 3, 4. Ebenfalls 4 Schuss. Und das ist jetzt eine sehr hohe Reichweite. Ich hoffe, dass man das durch den Splitscreen sehen kann, dass da der Gegner ist. Ich meine, ich schieße jetzt eh drauf, man kann es ja sehen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schuss auf hohe Distanz ohne Großkaliber. Und jetzt zeige ich euch das anhand Großkaliber 1 und 2. Selbe Ausgangsposition, Großkaliber 1 und 2 ist drin. Schüsse auf den Oberkörper. Wie gesagt, Volltreffer werde ich mir verkneifen. 1, 2, 3. 3 Kugeln. Macht eine Kugel weniger. Mittlere Distanz, 1, 2, 3, ebenfalls 3 Kugeln. Und jetzt die hohe Reichweite, 1, 2, 3, 4. 4 Schuss, also man muss wirklich präzise drauf sein, ansonsten bist du normalerweise bei 5 Schuss, selbst bei Großkaliber. So, zurück im Menü angekommen, gibt es natürlich einen kleinen Wermutstropfen bei der Waffe. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Waffe keinen Schaft hat. Der Schaft bewirkt einfach, dass man sich, während man aimt, schneller fortbewegen kann. Das heißt natürlich im Gunfight auch, dass man sich selbst zu einem schwereren Ziel machen kann, indem man sich schnell von links nach rechts bewegt. Oder man ist zum Beispiel in der Deckung, kann schnell mal kurz rausgucken, wieder zurück in die Deckung gehen, alles sowas. Also das macht Gunfights deutlich einfacher zu gewinnen, meiner Meinung nach. Aber mit Großkaliber 1 und 2 bei der Waffe macht das den Schaft definitiv wieder wett.
Eins noch zu den Visieren und danach bin ich mit den Aufsätzen soweit durch. Ich spiele die meisten Waffen immer ohne Visier, weil ich habe gefühlt manchmal das Gefühl, und das geht auch vielen anderen so, dass man mit Visier einfach irgendwie schlechter spielt, anstatt dass es eigentlich besser ist. Das ist aber, wie gesagt, auch nur meine persönliche Meinung. Jeder empfindet das vielleicht ein bisschen anders. Ich spiele meistens ohne Visier und gerade bei der Rampart ist das Visier eigentlich echt geil. Sekundärwaffen überspringe ich jetzt einfach mal, denn die habe ich so gut wie nie drin, wenn dann nur in Ausnahmefällen. Ich komme direkt zur Ausstattung. Ausstattung habe ich so gut wie immer das Comsec drin, weil ich es einfach geil finde, wenn man seine Punkte sein schneller Feuer hat. Eine Drohne, Konterdrohne, Heli, Hellstorm, hast du nicht gesehen. Finde ich einfach angenehmer zu spielen und macht einfach mehr Bock. Die meisten jedoch spielen mit Steam-Injektion, darum soll es in dem Video eigentlich nicht gehen, aber ein, zwei Zahlen möchte ich mal erwähnen, was das eigentlich ausmacht, denn hat man sich die Steam-Injektion einmal reingehauen, dauert es etwas über 7 Sekunden, bis man sich wieder heilen kann und die Heilung erfolgt sehr, sehr langsam. Hat man die Injektion aber drin und hat sich geheilt, dauert es etwas über 3,6 Sekunden oder Punkt sogar 3,6 Sekunden, bis man sich wieder heilen kann und der Heilungsbalken geht schneller voll. Das einfach mal by the way. So, springen wir jetzt direkt zu den Perks. Kommt natürlich auch wieder auf den Spielstil an. Ich spiele hauptsächlich den Crash. Der Crash hat Vorräte als Sekundärfähigkeit. Dadurch nimmt man Munition auf. Das heißt, normalerweise ist Plünderer völlig überflüssig. Sollte man einen allgemeinen Spielstil haben, wo man sehr, sehr oft stirbt und seine Streaks kaum erreicht, dann ist Plünderer genauso überflüssig, weil dann schafft man es sowieso nicht, seine Munition komplett aufzubrauchen. Da ich aber öfter höhere Streaks erreiche, brauche ich gelegentlich auch mit Crash Plünderer. Als dritten Perk habe ich gelegentlich Totenstille drin. Alles andere finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Geist funktioniert meiner Meinung nach leider nicht so wie gewollt. Und ansonsten habe ich sehr häufig Gung-Ho drin. Das ist meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Perk. Was das genau macht, erkläre ich jetzt kurz anhand eines Videos. Dadurch wird man ganz klar sehen, was passiert. Ist aber, glaube ich, nur am interessantesten für die Leute, die sehr, sehr viel Hardcore-Modus spielen. Wir springen direkt mal ins Video. Danach sind wir mit der Rampart eigentlich so gut wie durch. Bis gleich. So, jetzt zeige ich euch kurz, wie sich die Waffe ohne Gung-Ho verhält, wenn man rennt und dann plötzlich schießen muss aus der Hüfte. Man merkt sicherlich, also wie gesagt, wenn er rennt und man will schießen, stoppt er. Also das ist alles sehr, sehr verzögert. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie sich das mit Gung-Ho verhält. Ich denke, den Unterschied sieht man, wie schnell die Waffe bereit ist. Also, das ist deswegen meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Perks in dem gesamten Spiel. So, ich denke, dass das kleine Video kurz und knapp erklärt hat, was Gung-Ho eigentlich ausmacht. Also ich finde, wie gesagt, nur im Hardcore-Modus. Im Normalmodus braucht man es vielleicht nicht ganz so wichtig. Natürlich ist man auch da schneller im Gunfight. Man zieht einfach im Nahkampf schon mal voll auf den Gegner. Mit Laservisier übrigens, beziehungsweise Lasermarkierer, haut das nochmal ordentlich rein. Also Fakt ist, wie gesagt, wenn man Gung-Ho im Normalmodus auch drin hat, einfach schon mal aus der Hüfte feuern und dann ins Visier gehen. Da hast du schon mal 1, 2, 3 Kugeln mehr als der Gegner drauf gerotzt und damit liegt der Gegner schneller. Macht sich wirklich aber nur am einfachsten, wenn man Lasermarkierer drin hat. Dadurch hat man eine höhere Präzision aus der Hüfte, aber nicht jede Waffe hat halt Lasermarkierer, zum Beispiel die Rampart 17 nicht. So, wie gesagt, Hardcore macht sich am einfachsten. Triffst du im Nahkampf aus der Hüfte schon mit Gung-Ho, ist der normalerweise nach 1 bis 2 Kugeln sowieso down. Also wie gesagt, geilstes Perk hier als Tipp von mir. Damit sind wir mit der Rampart 17 durch und wir starten jetzt mit der KN57. Da kommen wir auch direkt zu der KN57, meine Nummer 2 und zu den Aufsätzen. Hier muss ich nicht ganz so viel erklären. Bei der Rampart wollte ich einfach ein bisschen detaillierter auf die ganze Geschichte eingehen. Hier erkläre ich nur kurz und knapp die Aufsätze. Hier haben wir, wie gesagt, schon mal den Schaft, der bei der Rampart ja leider nicht dabei ist. Man bewegt sich einfach schneller. Kurz und knapp erklärt. Hybridmagazin, schnelleres Nachladen und etwas erhöhtere Munitionskapazität. Man hat so 10 Kugeln mehr. Meiner Meinung nach kann man sich dadurch die Magazinerweiterung ersparen. Man hat bei der Magazinerweiterung zwar 20 Schuss mehr, aber bei dem Hybridmagazin lädt man einfach schneller nach und hat zusätzlich noch ein bisschen mehr Munition, was ich deutlich wichtiger finde. Beides reinzumachen nimmt einfach zu viel Platz bei der ganzen Geschichte weg. Schnell ziehen, selbst erklären, man ist schneller im Aim, ist auch völlig klar. Das Wichtigste, also oder der wichtigste Aufsatz meiner Meinung nach, aber bei dieser Waffe ist Schnellfeuer. Wenn du Schnellfeuer nicht drinne hast, ist diese Waffe
zwar nicht unbrauchbar, aber da ist die Maddox und die Vapor X deutlich besser. Die haben so eine hohe Feuerrate, sind aber wesentlich unpräziser. Wie gesagt, macht Schnellfeuer rein. Damit rasierst du auf jeder Map. Diese Waffe ist so extrem präzise. Deswegen auch hier kein Visier drauf machen. Jeder, der ein Visier da drauf macht, verschandelt diese Waffe. Die Rampart hat ein bisschen höheren Rückstoß, aber diese Waffe selbst mit Schnellfeuer hat einen sehr kontrollierbaren Rückstoß. Ist deswegen eigentlich auch als gute Einsteigerwaffe geeignet, finde ich. Gute Allrounder-Waffe. Kurze und hohe Distanzen. Absolut geile Waffe. Ausstattung ist klar, Comsec habe ich alles schon erklärt. Perks auch hier, Ganghoher Plünderer, je nachdem. Wie gesagt, je nachdem, was ich gerade für einen Modus spiele, haue ich halt auch mal Totenstille rein. Wenn ich Hardcore spiele, brauchst du Totenstille nicht. Da spiele ich hauptsächlich nur Ganghoh. Da brauchst du auch oft Plünderer nicht, weil du einfach sehr schnell stirbst. Also, habe ich damit eigentlich auch alles zur KN57 gesagt? Und jetzt kommen wir also zu einer Waffe, die für Einsteiger sehr gut geeignet ist, weil sie sehr, sehr präzise ist. Feuerfrei. So, hier haben wir das letzte Klassen-Setup und das ist das Anfänger-Setup, von dem ich gesprochen habe. Das ist die ICR-7. Warum die beste Waffe? Ganz einfach erklärt, A ist das die allererste Waffe, die man beim den Sturmgewehren ausrüsten kann, wenn man den Klasseneditor ab Level 5 freigeschaltet hat. Und zweiter Grund, das ist einer der präzisesten Waffen ohne Aufsätze überhaupt. Ich zeige euch mal kurz die Stats hier oben. Hier, die Präzision ist mehr als halb voll. Reichweite auch völlig in Ordnung. Da gibt es deutlich schlechtere Waffen in den Sturmgewehrsegment. Knallt euch definitiv trotzdem als Anfänger Griff 1 und Griff 2 rein. Dann habt ihr nochmal drei Striche mehr. Das ist der absolute Hammer. Damit verzieht man kaum. Das ist wie Laser, kannst du fast sagen. Als letztes Wichtiges, alle anderen kann man eigentlich getrost ignorieren. Es sei denn, man feuert aus der Hüfte, kann man Lasermarkierer noch reinmachen. Wie gesagt, Hardcore und Gung-Ho habe ich vorhin erklärt. Ansonsten, aber als Anfänger würde ich nicht, definitiv nicht Hardcore spielen. Das ist frustrierend. Schnell ziehen macht er einfach noch rein. Dadurch bist du wirklich schneller im Aim, kannst den Gegner wegrotzen. Ausstattung auch ganz wichtig als Anfänger. Die Steam-Injektion, die Zahlen habe ich vorhin am Anfang genannt. Was das ausmacht, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Als Perk, mit das Wichtigste würde ich fast behaupten, Techniker. Man kann sämtliche gegnerische Ausrüstung durch Wände so rot markiert sehen, denn es ist mega frustrierend. Ganz oft läufst du in eine Sprengfalle, in dieses komische Schild vom Torch oder wie dieser Charakter heißt, der dieses Stunning-Schild da aufstellt. Oder du läufst in Stacheldraht oder der scheiß Köter kommt dir zu nah. Das siehst du alles schon von Weitem und kannst so in andere Laufwege einschlagen und verreckst dadurch schon deutlich weniger. Leichtgewicht würde ich als Anfänger noch empfehlen. Dadurch ist man einfach ein bisschen agiler unterwegs, kein Sturzschaden und man sprintet einfach ein bisschen schneller. Ansonsten würde ich noch Totenstille reinmachen. Man hört seine eigenen Schritte sehr, sehr leise. Wenn man ein gutes Headset hat, hört man dadurch gegnerische Schritte besser. Allerdings hört man natürlich auch die Schritte der Teammates. Von daher ist das manchmal ein bisschen schwierig. Man kann als Anfänger natürlich auch, wenn man sehr, sehr defensiv spielt und sich nicht oft heilen muss, den Akustiksensor. Da hört man die Gegner sehr laut, Nummer 1. Und wenn man auf Maps spielt, die sehr, sehr klein sind, hört man, das sieht man auf dem Radar grob die Richtung mit roten Dreiecken, wo die Gegner herkommen. Ist natürlich auch eine geile Variante. Aber ansonsten würde ich hauptsächlich, wenn man sehr, sehr viel über die Karte heizt, die Steam-Injektion eigentlich empfehlen. Das war's an sich soweit von meinen drei besten Klassen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr, sehr über einen Daumen freuen. Habt ihr Fragen zu den Waffen, zu den Setups, die ich jetzt vorgestellt habe? Haut die Kommentare voll, kein Problem. Ich versuche jede Frage zu beantworten. Das versuche ich nicht nur, das mache ich auch. Wer mich noch nicht abonniert hat, knallt alles auf diesen scheiß Abonnenten-Button. Würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Das unterstützt mich natürlich ungemein. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, wie auch immer, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich freue mich schon auf das nächste Video und solltet ihr heute noch einschalten, morgen gibt es wieder einen neuen Livestream, quasi am Freitag und am Sonntag werde ich auch nochmal streamen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Ciao.